meine Lieben, es ist wieder soweit, es ist Sarah Time und heute habe ich mich mal versucht in einem professionelleren Make-up-Tutorial mit meiner neuen Kamera, mit neuem Licht und mit einem Bettwäschenleintuch hinter mir, damit einfach dieser Fokus mehr auf mein Gesicht ist. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich gehe heute aus und zeige euch heute mein Wegge-Look, ja, zum ganz einfach Nachschminken mit Tipps und Tricks. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß. Es geht heute ein bisschen länger, aber es wird sich lohnen. So, ihr müsst euch nicht wundern, warum ich so ein bisschen rot im Gesicht bin. Ich habe gerade meine Augenbrauen gezupft und ich kann es nicht abwarten, jetzt endlich wieder ein Video zu drehen. Deswegen würde ich sagen, starten wir gleich. Heute benutze ich als Foundation Make-up von Stage Color Cosmetics Body and Face Make-up. Dieses Make-up ist meiner Meinung nach sehr deckend und es ist vegan. Ja? Da einfach schön alles ins Gesicht eintragen, weil das einfach die Base ist. Gerne dann immer auch mit so Schwämmchen das Make-up dann noch schön einarbeiten, also eintupfen in die Haut. Dann gibt es keine Schlieren und hält sehr, sehr gut das Make-up. So. Als nächstes Step kommt Contouring. Contouring ist einfach Must-Have. Die Anastasia-Tabelle. Ja, ihr wisst, was ich meine, ja? Diese Palette. Jetzt, genau. Und zwar könnt ihr da perfekt konturieren. Die gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe mir jetzt erstmal die geholt, aber ich glaube, die andere ist fast noch besser, weil da mehr Brauntöne dabei sind. Dann nehme ich die helle Farbe. Die kommt dann auf diese Partien im Gesicht, wo man einfach auch hervorheben möchte, wo einfach heller sein soll. Und dann kann man auch gleich die dunklen Partien hinmachen. Dann benutze ich gerade diesen Braunton hier. So, mit dem Contouring bin ich jetzt schon echt sehr, sehr zufrieden. Man sieht auch schon eine totale Veränderung. Ich finde, jetzt müssten wir sofort die Augenbrauen anmalen, weil ich finde mich so eklig, so ohne Augenbrauen. Da benutze ich immer noch von Catrice den Eyebrow Set, weil er einfach geil ist, ja. Ist schon ziemlich kaputt. Man sieht, dass er immer in Gebrauch ist. Da nehme ich bloß einen extra Pinsel her, da ist zwar einer drin, aber ich nehme noch einen langen, da kann ich ein bisschen feiner arbeiten. Und da ich hier ausgehe, dürfen die Augenbrauen etwas stärker sein. Daher nehme ich die dunkle Farbe und fange erstmal unter der Augenbraue an, die Linie zu zeichnen. Dann wird oben die Linie gemalt, aber da fangen wir nicht von ganz vorne an, sondern erst so ab hier, weil das Auge dann einfach, weil die Augen dann einfach schöner ausschauen. Dann schön ausmalen. So, das Ganze wird dann durchgekämmt, weil dann sieht man vorne dieses Loch nicht mehr. Und das Ganze auf der anderen Seite auch. Jetzt sehe ich schon ganz anders aus, wenn die Augenbrauen dran sind.
Dann machen wir den Lidschatten. Da habe ich gerade von die Miro Palette von Douglas, die richtig geile Farben hat, ja. Preis-Leistung ist optimal. Ich glaube, die hat nur 25 Euro gekostet und die Farben sind so toll. Ich liebe sie. Dann nehme ich jetzt so eine helle, schöne Farbe. Und zwar die hier. Sieht man die? Genau. So, die kommt dann unter die Augenbrauen. So die Base vom Lidschatten. Und auch vorne ins Auge. So, und dann nehmen wir eine dunklere Farbe. Und zwar hier in diesem Tonbereich. Etwas zum, ich weiß nicht, ich bin keine Make-up-Artistin, aber einfach, dass das Auge größer wirkt und mehr Ausstrahlungskraft hat, ja. Egal, wir nehmen eine dunklere Farbe. Ich glaube, die ist ganz schön hier. Wir nehmen etwas Festeres, das sind jetzt so Reinigungspads, die ans Auge halten, zwischen Augenbrauen und Auge hier. Und dann haben wir nämlich hier schön Platz und können nicht rausmalen. So, erst ein bisschen tupfen in diese Falte. So, jetzt haben wir schön eingetupft und jetzt wird das Ganze verblendet. Jetzt habe ich noch ein bisschen die Spur von diesem Kosmetiktuch, aber das wird gleich vergehen. Und wir haben jetzt hier eine schöne gerade Linie und da können wir dann nachher auch den Eyeliner ziehen. Und dann, weil wir gerade dabei sind, diesen Kosmetikstick von Catrice, das ist ein Highlighter-Pen, ja. Den gibt es beim DM für ein paar Euro. Den trage ich dann nochmal direkt unter den Augenbrauen auf. Gibt nochmal einen extra Schimmer. Und das gleiche auf der anderen Seite machen wir auch. Wir nehmen wieder das Teil her. Perfekt, wir ziehen einen Lidstrich, da nehme ich jetzt, weil der gerade gut malt, von L'Oréal Paris den Superliner Perfect Slim, ja, mit einer schönen feinen Spitze. Und da ziehen wir jetzt hier, haben wir ja noch die Linie, ja, von diesem Pad, wo wir abgetrennt haben, können wir jetzt hier hinten schön den Eyeliner ziehen. Dann kommen wir, muss ich das Ganze jetzt erstmal abpudern. Zum Abpudern nehme ich immer noch von Chanel den Universal Libre. Ja, der ist mega gut, aber ich glaube, den gibt es nicht mehr im Handel. Da gibt es jetzt einen neuen, also der ist ein bisschen kleiner, aber der hat ist eigentlich dasselbe. Da ist, glaube ich, auch Libre, Puder Libre. So, da schön, weil das ist ja Camouflage, also Contouring, deswegen schön abpudern. Vor allem unter den Augen. Loose Powder ist einfach das Beste. Man glänzt den ganzen Tag nicht.
Egal wo man ist, das ist geil. So. Das zieht so in die Haut ein. So, dann nehme ich von MAC wieder diesen Highlighter, diesen braunen Global Glow und setze hier noch ein paar Highlighter, Glitzer-Highlighter auf das Contouring. Und dann fehlen nur noch die Wimpern. Erstmal kräftig tuschen. Ich habe hier eine ganz normale von Essence Maximum Definition. Einfach mal grob über die Wimpern gehen. Der macht die jetzt wirklich nicht barzig, sondern sehr, sehr fein. Beim Weggehen darf es mal ein bisschen mehr sein. Ich habe hier chinesische Wimpern, ja, die gibt es nämlich in so 20er Packs. Ich tue euch den Link in die Infobox. Ach übrigens, wenn euch das Video gefällt, dann macht doch einen Daumen nach oben. Und ich habe hier oben in der Ecke so ein i, da mache ich immer eine Umfrage rein. Klickt euch da mal rein und lasst mal kurz eure Antwort da. So, diese, oh mein Handy. Das sind so japanische, chinesische Wimpern, ja. Ich schneide die immer ein bisschen kürzer, ja, und dann tue ich die längeren Wimpern ans hintere Auge. Wimpernkleber benutze ich auch einen vom DM. Der ist von Fingers. Der ist echt ganz gut. Und hebt auch gut. So, dann setzen wir noch unterm Auge ein paar Highlights, auch mit dieser gleichen Farbe, die wir oben auf den Lidschatten getan haben, mit der dunkleren. Ja, hier am Ende. Und vorne ein kleines bisschen. So, und in der Mitte nochmal eine. Können wir eigentlich auch den Highlighter-Pen nochmal hernehmen, den wir unter die Augenbrauen hingetan haben und da auch nochmal so ein paar Highlights zu setzen. Dann nehmen wir noch einen Eyeliner her, ein Kajal. Das ist auch von Essence sein, also da reicht ein billiger. Und noch hinten in die Ecke ein bisschen dunkler machen, also nur in der Ecke. So. Perfekt. Dann fehlen eigentlich nur noch die Highlights im Gesicht. Da habe ich einen von Benefit, einen Highlighter-Stift, ja, und trage den nochmal hier auf die Wange auf und hier auf die Wange auf. So, und verreibt es mit dem Finger. Und tu noch ein bisschen was über die Augenbrauen. Das ist einfach so ein Schimmer. Hier auch, schön verschmieren, schön verreiben. Noch über der Augenbraue. Auf die Nase. So, und als allerletztes Step dürfen natürlich die Lippen nicht fehlen und deswegen blase ich die nochmal ein bisschen auf. Ohne Witz, ich benutze hier einen Augenbrauenstift von P2. Brilliant Brown und zieh mir den Lippenkonturenstift und der hebt echt gut. Ich habe den jetzt schon öfter als Lip Liner benutzt. So, und darüber kommt der Half and Half Amplified von MAC. Und das war mein Make-up-Tutorial. Ja, und wir sehen uns wieder, wenn es wieder so ist, Sarah Time, und habt viel Spaß beim Ausprobieren.